Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Rainer begleitet mich. Hier drüben ist er, der Kommandant. Und er hat eine neue Knifte aus dem Inventar genommen. Was ist das für eine Knifte? Das ist ein Elite-Maschinengewehr. Keine Ahnung, das Ding habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Feuert mit Laserpistolenzellen. Bang. Au. Macht Loch im Kopf. Schauen wir mal. Also so tief wie du gezielt hast, war das mein zweiter Kopf. So, der Sven muss schnell noch was essen. So, hat er. Und dann, essen. Genau. Essen ist eine gute Idee. Ja, essen ja, ist ne? echt eine gute Idee. Ja, da ja, gebe ne? ich dir absolut recht. Ja. Wo haben wir denn schon einen Kühlschrank hier? Ich möchte erwähnen, das ist der Mann mit den 2000 Stunden in diesem Spiel. 4000? Ja. 8000? Ach, ihr anderen Menschen habt immer, ihr habt immer so viel Zeit. So, und ihr erinnert euch daran, diesen Gang hier haben wir leer gemacht und dann sind wir hier links reingegangen. Genau. Yep. Und da haben wir uns dann rechts gehalten. Und ich würde sagen, da gehen wir auch mal. Der hängt da ein bisschen in der Wand. Ja, jetzt nicht mehr. Ping, ja. Ja, genau. Den nehmen wir direkt mal mit. Ja, sei vorsichtig, wenn du davor läufst. Die hatten ganz schnell einen Rückschlag dafür, dass sie mit Laserzellen arbeitet, das Ding, Rückstoß. So, und dann würde ich sagen, bleiben wir mal hier auf der rechten Seite weiter. Wir sind ja gerade nur dahin, um irgendwie Looty McLootface zu machen. So, und gerade eben waren wir ja noch hier drin, ne, haben das Zeug alles rausgeholt, hoffe ich, und ja, dann geht's jetzt mal hier weiter, ne? Genau. So, was in der letzten Folge passierte? Okay, hier haben wir eine Tür, ich gehe mal kurz ein Stück weiter geradeaus und guck, ob noch was hier ist. Da war die Dunkelheit. Du weißt doch, wenn man zu lange in die Dunkelheit starrt, starrt sie irgendwann zurück. Das hat sie tatsächlich gemacht. Du hast halt irgendeinen Spawner ausgelöst. Du kannst hier durch, ne? Nur so nebenbei. Oh, toll. Okay, toll, ein Schwarzschild. danke. Hallo? Oh mein Gott, dieses Mal. Dieses Mal bist du das Opfer, ne? Ja, dieses Mal bin ich das Opfer. Warte, ich muss kurz gucken. Renn nicht zu schnell weiter. Nee, alles gut. Ich muss bei mir hier kurz reingucken, was ich habe. Ich hänge! Die Knarre geht mir auf den Weg, der so ein Rückstoß. Okay, also was habe ich denn? Ich habe eine Wundinfektion. Super. Okay, ja, mach das, halt was dagegen. Ja, das, ich habe gerade irgendwie nichts dagegen einstecken. Was das heißt, das ich muss noch mal kurz zurückrennen. Ja, mach das, ich guck mich immer um. Mhm. Irgendwas schießt. Ach, dieses blöde Ding da schon wieder. Wir gucken mal schnell bei dir rein, was da los ist. Ja, da kam so ein Overseer und da kommt noch mehr Zeug. Ja, dann zieh dich mal zu mir zurück, ja? Naja, alles gut. So, gegen die Wundinfektion. Ich lebe noch. So. Tü. Ich. Check Output. Eine. Optimisch oder optimistisch? Antibiotische Salbe. Jetzt geht mir es wieder gut. So. Nachladen. Und ich komme schon wieder. Denk dran, alles abkrabbeln, ne? Was also, kriegst du denn da die ganze Zeit für einen Ping? Das ist sonst so eine Stun-Kanone. Ah, okay, das ist krass. Die kannst du entweder kaputt machen. Mhm. Oder du weißt ihr aus und dann können wir sie später abbauen. Abbauen, mal schauen. Achtung, Stun kommt. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Also. Lebst du noch? Ja. Weil ich seh wieder nichts. Ich hab jetzt so ein schwarzes Ding vor der Nase. Ja, ich leb noch. Okay, lass uns noch mal ganz kurz noch mal ein Stück zurückgehen. Ich hab das Gefühl, wir verlaufen. Was? Au. Ja, das okay, ist doch das, was ich sage. Hier zurück. So, komm. Genau. Hier nochmal.
So, und wir schalten wieder auf mich. Okay, da ist eine Tür aufgegangen. Das kann sein, ja. Nee, es hat nur was gespawnt. Oh, ich bin verstrahlt. Ja, ich muss mal gucken, was ich da habe. Okay. Offene Wunde, Bandagen, ja, habe ich gemacht. Oh. Hi! Hi! Hi, Jungs! Können wir nachladen? Ja, alles gut. Ich muss jetzt erstmal meine 5 Millionen Waffen nachladen, weil ich habe sie jetzt nicht alle leer geschossen. So. Lass uns mal hier lang gehen. Erstmal. Zu zweit macht das aber schon Spaß. Ja, ja. Uiuiuiuiuiui. Sagt er, man soll auf ihn, man soll auf dich warten und selber wartet nicht, ne? Pass auf, da schießt sofort. Ja, alles gut. Mach mal platt. Da ist noch ein Geschütz, glaube ich. Nee, da sind aber noch irgendwelche Jungen. Aua. Mist. Der war stark. Uiuiui. Mach mal den Oberstier. Ja, da super. Da kommen noch mehr. Ja, da sind gerade noch mehr rausgekommen. Okay. Okay. Ich sehe schon. Mhm. Ja, funktioniert. Funktioniert, würde ich sagen. Ja, aber volle Kanone, jawohl. Volle Kanone. Genau, ich spawne in der Bounty. Ja, ich auch. Okay, gut. Wo sonst? Alles andere macht keinen Sinn. Noch was essen. So. Erstmal hier an die Medizinstation. Können wir da noch welche bauen? Ja. Bauen wir mal noch ein paar davon. Okay, alles klar. Erstmal mal ein Ratatouille und hinterher noch. Ess einfach nur ein Dino-Eintopf. Lass den ganzen anderen Mist weg. So. Na gut. Ah, wir sollten mal wieder Munition herstellen, glaube ich. Ich hab noch genug. Okay. Das Einzige, was da unten ist, ist die Munition für die Maschinenpistole. Die habe ich nicht auf die Leiste gelegt, aber ansonsten habe ich noch von allem ungefähr so um die 1000 Schuss. Okay, du bist hinter mir? Ja. Sehr gut. Ich erschieße dich von hinten, genau. Weißt du, Friendly Fire, ne? Mhm. Ich häng dir am Arsch. So. Das war doch hier runter, ne? Ja. Ah, richtig. So. Bringt der mich, wo ich keine Orientierung habe. Ja, gar kein Problem. Das kriegen wir schon hin, so zu zweit, ne? Ja, ich sehe es schon, wenn wir es hinkriegen. Stopp. So. Hüpf. Ja, bin ich doch. Ich bin hier oben. Müssen wir hier runter? Nee. Ja, du bist falsch. Ja, habe ich gemerkt. So, hier war genau. War klar. 50% Chance. So. Ich habe die falschen 50%. Mhm. So, bist du mit mir runter? Ja, bist du. Okay. Ja, ich bin da. In irgendeine Richtung müssen wir jetzt. Genau, wir müssen in diese Richtung hier. Ja, da sind schon wieder die Krawallbrüder, ne? So, hier geht's dann gleich rein. Die infizierten Hooligans. Mhm. Space Hooligans. So, hier müsste es jetzt reingehen. Dann müssen wir gleich rechts. Nein. Das hier ist was anderes. Richtig. Waren wir hier schon? Weiß nicht. Das war der Schalter. Oh Gott. Das heißt, wir müssen hier weiter. Ich dachte doch, in Orientierungsdingen verlasse ich mich vollkommen auf dich. Okay. sei mein Navi. Hier waren wir auch noch nicht drin. Nö, tatsächlich nicht. Hoppla. Oh, da kommen. Ja. Oh, da will einer mit dir knuddeln. Ja. Blöd Vieh.
So. Okay. Da ist noch einer. Switch. Okay, also hier in den Behältern ist irgendwie nicht so viel drin. Also immer viel kleine Dinge. Hallo? Da. Ja, bisschen Krempelskram hier, das ist alles so. Das könnte man auch später abluten, das brauchst du nicht jetzt abluten. Ja, es ist Munition mit dabei. Ja und? Munition kostet nichts. Munition finde ich immer gut. Wenn man knapp an Munition ist, ja. Mhm. Ich höre dich, wo bist du? Das sind die auf der anderen Seite wahrscheinlich. So. Nein, da ist einer dahinter. Okay. Du machst das schon, ja? Nö, schon erledigt. So. Musst du dauernd die Waffe wechseln, weil das Magazin dauernd leer ist. Das ist der Hammer, wie wenig Munition in den Magazinen drin ist. So, und dich noch leer machen. So, hier haben wir noch Wasser. Das ist gut, weil hier Leute mit Flammenwerfern rumrennen. Okay, Oxygen ist auch nice. Dich hier nehmen wir auch noch mit. Warte mal, kommen wir hier vielleicht irgendwo durch? Nee, sieht nicht so aus. Hast du leer gemacht? Sehr gut. Ah. Okay. Juli, dann geht's weiter für uns, würde ich sagen, ne? Nee, sieht wirklich nicht so aus. Da kommst du nicht weiter. Ah, sehr gut. Den Schrank schon? Ja. Warte mal, hier ist ein Pfeil. Was sagt denn dieser Pfeil hier? Ach, da geht's dann wieder raus. Okay. Uiuiui. Juli, ja, ich glaube, wir sind verkehrt rumgelaufen. Oder wir haben die Abzweigung verpasst. Irgendwo haben wir sie verpasst, ja. Ja. Definitiv. Sie müsste auf der linken Seite jetzt sein. Jawohl, ja, hast du recht. So. Die war es nicht. Genau. Genau, hier war der Schalter, um überhaupt das Teil, wo wir hin wollen, aufzumachen. Ja, kann sein, dass wir einfach in die falsche Richtung gelaufen sind. Mhm. Da verlässt du dich mal auf dein Navigationssystem, dann ist das Navigationssystem kaputt. Hier sind wir. Nee, wir sind dran vorbeigelaufen. Noch schlimmer. Ja, wir sind tatsächlich dran vorbeigelaufen. Sag doch, noch schlimmer. So. Ich glaube, wir müssen hier rechts, ne? Ja, ganz genau. Und dann links. Dann geradeaus und rechts. Da pumpt mein Herz gerade schon wieder. Was haben wir denn hier? Magentabletten, Antiparasitenzeug. Nichts, was mir gerade was hilft. Lebenskonstruktor. Nee, haben wir alles durch. Hast du nachgeladen? Ja. Bin stolz auf dich. Warte auf dich. Was? Warte mal. Ich warte auf dich. Oh, danke, Hansa. Dankeschön. Danke fürs Bescheid geben. Guten Abend, Hansa. So. Da haben wir. So. So, hier. Mal ein Statement setzen. Das ist deiner. So, den habe ich mir gerade geholt, meinem. Ja. Hier ist noch eine Lasergewehrzelle drin, die könntest du mitnehmen. Ja, dann springe ich mal kurz zurück, wenn wir eh noch nicht so weit sind, und entlade mal schnell meinen Rucksack. Der ist nämlich schon wieder voll. Was? Ja. Mit dem ganzen kleinen Geschrömpel. Ich hab dir gesagt, lass uns später looten. Aber nix gibt's. Du hörst ja nicht auf mich. Nix gibt's. Es wird nicht später gelootet, denn nur Loot tut gut. So, Konstruktor-Input, die Titanplatten. Was machst du im Kühlschrank? Das hier? Ich bin nicht im Kühlschrank. Dich hier rein. Laser-Upgrade-Platz. So. So. Dann muss ich jetzt mal auf den hier.
Du bist gerade am Kühlschrank-Input? Nee. War schon wieder so, weg. So, sehr gut. Mal das Zeug. Das hier können wir auch reinmachen. Den da, die Früchte. Das ist eine gute Idee. Einfach mal schnell hier Dinge machen. Oh, wenn wir eh gerade da sind. So. Nehmen wir mal noch die restlichen Bandagen mit raus. Mhm. Kannst dir mal so ein Ablative Spray aus dem Output nehmen? Ah, stimmt, das Ablative Spray. Oh, wir haben ja auch noch eine Crew, fällt mir gerade so auf. Was haben wir? Wir haben ja auch noch einen Crewmember, den ich irgendwo gefunden hatte. Ich hab eben verstanden, wir haben eine Kuh. Wo kommt denn die her? Die haben wir aufs Eis geführt, mein Freund. Die haben wir aufs Eis geführt. Die Kuh Elsa, jawohl. So, Freistelltisch, nein. Quest, genau. Da ist die Kohle drin, da kommt das Geld rein. Sortieren lassen. Nochmal Tab drücken. Jo, sieht gut aus. Ablatives können wir keine mehr herstellen, weil wir haben keine Promethium-Pellets mehr, ne? Okay. Das ist schlecht. Warte mal, hatten wir nicht extra Promethium abgebaut? Warte mal, wir hatten doch extra Promethium abgebaut. Ja, man muss vielleicht auch Pellets draus machen. Ja, genau, da müssen wir Pellets draus machen. Und muss den Kühlschrank reintun. Ich komme gerade nicht an den Konstruktor. Natürlich kommst du an den Konstruktor. Warte, lass mich das machen. Haben wir denn überhaupt Promethium? Wir haben kein Promethium mehr. Aber wir hatten doch Promethium abgebaut. Auf dem Flug. Wir haben aber hier keins. Ich weiß ja nicht, wo ist das? Warte. Wo ist denn der Harvest-Container? Ah, hier. Ja, da gucke ich gerade. Nee, so Schotter. Ach, wir haben Neodym abgebaut gehabt. Stimmt, ja. Ja, wir hatten kein Promethium. Okay, müssen wir uns fürs nächste Mal direkt merken. Weil brauchen wir ja auch für die Energie fürs Schiff. Ja, genau. Ja, ich hatte halt alles in Energiezellen verstoffwechselt. So. Ja. Komm, geh mal voraus, spiel mal hier lebendes Schild oder so. Mhm, genau. Ja. Ich weiß, warum die uns hier überrascht haben. Mhm. Weil der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Okay. Es tut mir leid. Der war schlecht. Es tut mir schlecht. Bist du da gerade nach da oben gegangen? Ja klar, natürlich. Okay, ich hab den Typ da oben umgenietet. Gut, gab's hier was Schönes drin? Hat er schon durchgelootet, okay. Lang. Junge, pass auf hinter dir! Ja, schon erledigt. Muss schon wieder runtergehen. So, jawohl, geht dann hier auch gleich wieder runter. Und dann sieht das so aus, als würden wir hier tatsächlich einfach rechts durchkommen, da wo gerade das Dingsgeschütz war. Da ist wieder eins. Ja, genau. Das ist genau das, wo wir waren. Ja, das kann sein. Genau, komm wieder zurück. Warum? Weil hier ist noch eine Tür, wo wir jetzt gleich noch durchgehen. So. Wir gucken uns mal. Also hier ist zumindest schon mal die Energieversorgung. Oh mein Gott, ist das Ding mit viel Liebe zum Detail gemacht, ne? Ja. Da ist ein Schalter. Hab ihn. Hast du gedrückt? Ja. Okay, dann kann's jetzt nur noch böse werden. Bang. So. Okay, was war das jetzt? Wahrscheinlich der Kern. Ja, dann müssten wir jetzt abbauen können. Warte mal, lass uns erstmal den Jungs hier noch das letzte geben und dann kannst du mal so ein Multitool in die Hand nehmen und gucken. Also du meinst Liebe? Wir können denen jetzt Liebe geben? Genau, richtig. So. Nee, das war nicht der Kern. Okay. Ich hatte es gehofft, aber es war nicht der Kern. Okay, ich muss kurz nachladen. Nee, und die Energie, also die Reaktoren laufen auch weiter, das war es also nicht. Schwerer Schutzanzug, eine Minigun. Jawohl. Warte, was ist denn hier? Hier ist nix. Aber wir haben einfach nur Dinge in die Luft gejagt, okay. Ja, haben wir. So, wo ist er denn? Hier bin ich. Ich habe mir die Minigun geschnappt. Wo bist du denn? Ach da. Hi. Okay, guten Tag.
Ich möchte den Worten von Ben sagen. Was für ein Rohr. Genau. Okay. Dann schauen wir jetzt mal. Ja, die Standard-Minigun ist nicht so der Bringer. Ja, das ist das Ding. Wo willst du jetzt? Ob was schießt du? Lass doch das Ding in Ruhe. Okay, na gut. Lass uns durchgehen, das stunt uns ein klein bisschen. Okay, das hier ist Wand. Ja, das hier ist tatsächlich eine Wand. So, wir müssen jetzt Okay, ich hab gerade vom Scharfschützen gerade voll eine eingeschenkt gekriegt. Eieieiei. Ich geh mal kurz um die Ecke. Mhm. Und nehm mal eine gescheite Waffe in die Hand. Die Minigun ist hier nicht angebracht. Wer war das? Ah, Mist. Okay. Der ist tot. Du hast den Plasmatypen erwischt? Ja. Ich hoffe zumindest, dass es der war. Uiuiuiui. Blöd, Mann. Der ist halt einfach durch mich durchgelaufen. Dann noch mehr? Nachladen. Nicht vergessen. Ganz wichtig. Ja, ja. Ich muss gerade auch noch Dings nehmen. Ja, mach das. Bandäschen. So. Au. Irgendwas hat gerade auf mich geschossen. Ja. Ah, da oben steht einer. Dieser Drecksack. Jetzt nicht mehr. Also das ist ja wohl eine Zauberei. Also das war jetzt schon ein bisschen assi. So. Das war Achtung, Overseer. Aber der hält das nicht lange aus. Okay. So ein einzelner Overseer ist nicht das Problem. Der verträgt weder deinen Spott noch dein Blei. Ja, genau. So, komm mal her. So. Hui. Terminate. Ja, wollen wir. Toll. Jetzt, was ist passiert? Jetzt? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesagt. Ja. Nee, das war nicht der Kahn. Au. Scheiße. Ich liege hier. Ja, alles gut. Ich bin gleich tot. Ja. Okay. Das war das. Das war das. Genau. Das war das. Das ist schon so lange her. Ich habe ja gesagt, ich habe den Poi mal irgendwann gemacht, aber das ist ungefähr so wie im Abandoned. Ist das der Reaktor oder was, wo sie dann auf einmal aus allen Ecken spawnen? Bin mir nicht ganz sicher. Gibt so ein paar Abandoned POIs, wo sie dann zum Schluss und dann radelt. Dann radert der Zong, aber so richtig. Okay. So. Kühltrank und hier Output. Das Ding. Sehr schön. Komm, und dann kommt hier jetzt noch eine Notration. So. Also ich bin wieder so weit, mich zu revanchieren. Wir haben nicht aufgepasst. Wir hätten da nicht zusammen reinrennen sollen. Mhm, genau. Schlicht und ergreifend. Wenn ja, Death Trap, typische Death Trap. Mhm. Ja, also wenn wir schon so zu zweit sind, dann hätten wir sowas auch aufteilen können. Hast du gerade das Rumsen gehört? Ja, habe ich. Okay. Was immer das war. Ich höre einen Overseer. Ja, der ist hier unter uns. Der ist mit reingefallen. Haha. So. Och, wenn ich nicht so langsam wäre. Ja, du hast einen schweren Schutzanzug, ne? Ja, den brauche ich aber auch. Du siehst die Qualität meines Spiels ja jetzt gerade live. Ja, aber dein schwerer Schutzanzug dürfte wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so sein. Das ist eine gute... Na doch, er hat noch ein bisschen. Okay, ja, aber er muss mal... Aber er muss mal repariert werden. Also du weißt, dass das proportional runtergeht, ne? Ja. Okay, also das hier heißt, lang ist es nicht. Das heißt, je kaputt, desto weniger hält es auch auf. Mhm. So.
Hier geht's rein. So. Ups. Ah. Genau, die Farbe hält noch, der Rest ist desolat. Ich glaube, das ist die Beschreibung, ja. Das passt ganz gut. Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Ja, ich bin doch da. Was meckert der schon wieder? Apropos, hier hinten müssten wir jetzt auch wieder Zugriff aufs Schiff kriegen. Achtung. Ja? Okay, was respawnt denn hier? Das ist ja ungemütlich. Ich weiß nicht, ob das Respawn ist oder ob sie jetzt einfach nur aus den Ecken kommen. Okay. Ist da? So. Ja. Wir kommen jetzt aus allen möglichen Ecken. Muss nachladen. Achtung, Overseer kommt um die Ecke. So, hab ihn. Ich glaub, das war's. Juhu, der hat ein Sandwich dabei. Guten Appetit. Und ein Brief an seine Tochter, glaube ich. So. Er hat eine Tochter? Wahrscheinlich. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Damit kann man halt in Fantasy-Games, also in Fantasy-Rollenspielen, seine Spieler immer schön schockieren. Ja? Banditen, sie erschlagen die Banditen, sie durchsuchen die Banditen. Und dann erzählst du ihnen, dass bei dem Jungen ist ein Liebesbrief, beziehungsweise halt ein Brief mit einem Liebesgedicht an seine große Liebe dabei. Kern ist kaputt, wir können entkernen. Okay, warum das jetzt passiert ist... Ganz einfach, weil der Kern da hinten, wo wir da drin waren, ist der Kern am Arsch gegangen und gleichzeitig ist der ganze Rotz hier gespawnt. Ja, aber guck mal, hier geht's noch weiter, oder? Ja, ja, es können uns auch noch ein oder zwei entgegenkommen, das ist unmöglich. Also, haben wir das schon gelootet? Ja, das ist schon gelootet. Okay, waren wir hier schon? Weiß nicht. Ich höre noch was. Ja, ich höre auch noch Dinge. Irgendwo hier hinter der Wand. Hier. Ach, das ist der Ausgang. Ah. Sag doch, dass du die Nachbarn zur Party einlädst. Aber sowas von. Ich hab dir gesagt, ich mag die Nachbarn nicht. Ja, man muss ja ein bisschen irgendwie Goodwill zeigen, ne? Und sagen, hey, Leute, kommt. Oh, guck mal da oben. Das ist lecker. So. Ja, ich denke, jetzt ist es soweit. Jetzt können wir wieder auf normales, ja? Auf normales Bild umschalten und kann hier abbauen. Nein. Ja, zwischendurch könnte noch der ein oder andere Nachbar vorbeikommen. Da will ich jetzt mal reingucken. Ich hoffe, du warst dann. Fein. Darfst du aber rausholen, wenn du magst. Damit die Leute auch sehen, was drin ist. Ja, ich muss mal kurz Dinge tun. So, erstmal das ganze Zeug hier. Nee, das ist hier falsch. Was ist das? Die Milch kommt hier auch rein. Dann Kühlschrank Input. Das Brot auch. Und Konstruktor-Input. Ach, da bist du gerade drin. Okay, dann gehe ich. Da bin ich gerade drin, ja. Dann gehe ich hier auf den Output und hau hier mal den Treibstofftank rein, den ich gelootet habe. Bin jetzt auf dem Kühlschrank. So. Dann bin ich kurz auf dem Input. Oh, wir haben ein Datapad gefunden. Sehr schön. Ah, was mache ich denn? Die Dinger hier wollen wir nicht hier drin haben. Multiladung habe ich noch. Ach, Wasser kann ich ja auch noch in den Kühlschrank Output packen. So. Dann auf den Quest-Container und da das Geld rein. So. So. Und das nehmen wir auch alles mit.
Ja, es heißt jetzt looten, ne? Ja, ja, looten? Ich baue jetzt einfach alles ab und so, na, kriegen wir hier noch aus der Kühlkapsel? Nein. Schade. Oh, geht schon wieder voll. Okay. Ich glaube, wir sollten uns eine Lootbox nehmen. Haben wir irgendwas, was wir als Lootbox missbrauchen können? Ja. Nicht wirklich, ne? Doch, eigentlich schon. Gibt auf jeden Fall noch einen Container, den ich sonst nicht benutze. Welchen? Warte, ich guck mal ganz kurz. Die Dekon-Kiste könnten wir benutzen, vorübergehend. Und zum Beispiel... Solange der Dekonstruktor nicht eingeschaltet. Stimmt. Ja, stimmt, du hast recht. Da kippe ich jetzt einfach alles rein. Ja. Ja. Und verbinde mich auch gleich mit der Kiste. Und dann braucht man nämlich nicht dauernd drüber reden. Das müsste ich ja eigentlich auch machen können, ne? Das ist selbstverständlich, kannst du das machen. Nee, dann haben wir nicht das Problem mit zwei Leute gleichzeitig Zugriff drauf, ne? Ja. Ja, richtig. Okay. Genau. Dekon... Kannst du wunderbar machen. Lecker jetzt. Kaiserliche Plasmakanone. Ach so, aber das Essen sollten wir auf jeden Fall woanders hinpacken. Das ist das okay. Inventar? So. Hä? Bohrerladung, das hier noch rein, die Flasche. Was ist das? Warum sagt er mir Inventar voll? Weil ich gerade drauf war. Jetzt probier's nochmal. Ach, deswegen. Okay. Also können wir doch nicht dieselbe Kiste nehmen, okay, ne? Okay, gar kein Problem. Nein, nein, ich war gerade tatsächlich drauf. Ich habe mich noch nicht damit verbunden. Das heißt, warte mal. Wie war das noch? Verbinde mit dem Container auf der rechten Seite. Das heißt, ich mache jetzt mal hier den Dekon. Genau, gehst auf den Dekon. So. Und klickst da oben hin, jetzt machst du Escape. Okay, und jetzt baue ich mal was ab. Einfach Escape, dann drückst du T. Halt, T. Und dann kriegst du mit T kriegst deine Leiste wieder. Okay. So, und jetzt baust du ab und dann müsste es normalerweise automatisch reingehen alles. Okay. Ich guck mal in mein Inventory. Ja, scheint alles da reinzugehen. Ja. Das einzige Problem haben wir mal trotzdem irgendwie, wenn was runterfällt und du willst es aufpicken. Mhm. Ja. Das könnte ein Problem sein. Mhm. Also wenn du willst. Oh! Au! Ja. Das ist nicht nett. Tot. So was. Halt. Nicht demontieren, ich will doch demontieren. Erstmal heilen. Ja, große Frage. Auf dem Planeten geht der Abbaustrahl nicht, ne? Vom Schiff. Nein. Habe ich aber schon mal gesagt. Ja, nein. Ich werde immer wieder fragen, weil es mich jedes Mal wieder deprimiert. Ja, dann lass uns einen Hover oder einen SV bauen, was Nachbaustrahl hat. Ach, das geht dann. Ja. Oh ja, okay, können wir tun. Dann, Materialien haben wir. Ja, das müssen wir aber dann in der Bausession machen, weil, ich habe keines parat. Warte mal, also ein Small Vessel geht doch auch, oder? Das muss ja ich nicht... Ich denke, ein Small Vessel müsste auch gehen. Was du halt bauen musst bei dem Small Vessel, ist, wenn du in Tech Tree gehst, und dann gehst du auf kleines Raumschiff. Du musst, ich glaube, relativ weit runter scrollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, mal gucken. Genau. So ungefähr in der Mitte ist das. Also vorne hast du Frachtboxen. Und machst du deinen Tech Tree mal auf? Klar. Tech Tree und hier. So. Tech-Tree. Kleines Raumschiff. Kleines Raumschiff, dann hast du vorne Frachtboxen und dann gehst du auf der zweiten Linie nach ganz hinten durch und da steht industrielles Multiwerkzeug. Warte. Ich suche gerade die Frachtboxen. Frachtboxen. Hier. Jawohl, habe ich freigeschaltet. Genau. Das ist eines, was du benutzen kannst und wenn du... Ich guck gerade, ist das bei dem oder ist das nur beim Hover? Das ist nur beim Hover, glaube ich. Okay. Beim Hover gibt es...
irgendwo, ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher, irgendwo gibt es auch noch so einen Multiturm. Ja, genau, beim Hover, auch unterhalb von den Frachtboxen, gibt es ein Werkzeugtürme. Das ist dann wie diese Multilafette, die wir haben, die du jetzt als Bohrer benutzt. Die kannst du theoretisch aber auch zum Abbauen benutzen. Die musst du in dem Moment, wo du sie installierst, musst du entscheiden, ob es ein Werkzeugturm ist oder ob es eine Bohrlafette ist. Okay. Pass mal auf, ich gehe mal kurz zurück zum Schiff und kümmere mich mal schnell um diese Dinge. Haben wir ein SV? Natürlich habe ich im Hangar ein SV stehen. Bin mir. War das ein SV oder war das ein HV? Also du hast ein HV geholt für Bäume abbauen. Richtig, no? Ja. Und ich habe ein SV da, glaube ich, noch drin. Gut. Dann so. Geh mal gucken. Ach, ja, super. Ich bin hier gerade einmal im Kreis gegangen. Ja, bohr dich einfach nach oben durch. So. Ich meine, du hast doch so ein Ding in der Hand. Einfach nach oben durchbohren. Ja, okay. Jetpack an, nach oben durchbohren. Zack. Schwupp, jetzt sind wir hier. Ich bin in einem völlig anderen Raum. Ich bin in einem Raum, den ich noch nie gesehen habe. Doch. Ach, das ist die Küche. Okay. Wo ist denn jetzt mein Raumschiff? Ich glaube, in der Richtung. Hier noch eine Tür mitnehmen. So. Darf ich mich jetzt hier setzen? Oh mein Gott, ich darf mich jetzt hier setzen. Das ist ja unglaublich. Okay, den Tisch haben wir auch schon. So. Ja, Leute, wir sind bei 37 Minuten. Und ich habe keinen, keinen guten Screenshot fällt mir gerade so auf. Mist. Könnt ja sagen, machst du ein Tinder-Foto von dir oder so. Meinst du? Okay, aber pass mal auf, dann mache ich hiervon kurz ein cooles Bild. So, F6. Leute, sagt mal, wollt ihr vom Sven ein Tinder-Foto? So. Und Screenshot. Was meint der Chat dazu? Du könntest ja schon mal da oben dieses coole Geschütz abbauen. Das wäre doch mal was. Könnte ich, ne? Ja. So. Genau, also Leute, wir sehen uns gleich auf der anderen Seite wieder in der nächsten Episode, denn wir sind bei fast 40 Minuten angekommen und ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Hehehe